Lange Zeit wurde spekuliert, aber jetzt ist es wirklich soweit. In der neuen Woche schwächelt der Polarwirbel. Das kann ziemlich kalte Folgen für unser Wetter haben, ist aber kein Muss. Und damit herzlich willkommen bei Wetter Online zu einem Blick auf das Wetter in großer Höhe und alles dreht sich dort um den Polarwirbel. Das ist ein Wirbel kalter Luft, der sich im Winter immer über dem Nordpol entwickelt. Er befindet sich in Höhen oberhalb von 10 Kilometern und wird von kräftigen Winden abgegrenzt, die die kalte Luft wie eine Art Mauer umgeben. Aktuell ist der Polarwirbel, wie man hier sehen kann, noch schön entwickelt und dreht seine Bahn. Nun kommt es aber ab und zu vor, dass warme Luft in diesen Wirbel eindringt und diesen schwächer werden lässt. Und genau das ist in der kommenden Woche der Fall, wenn sich warme Luft, hier in Grün und Orange dargestellt, auf dem Weg Richtung Nordpol macht und den Polarwirbel zusammenbrechen lässt. Eine solche Erwärmung in großer Höhe gibt es im Winter immer wieder, zuletzt übrigens Ende Januar, und es ist erstmal auch gar nicht irgendwie von Bedeutung. Aber diesmal, nächste Woche, fällt die Erwärmung kräftiger aus und zudem gibt es noch eine komplette Windumkehr in großer Höhe. Kurz gesagt, der eigentlich westliche Wind in der Höhe, hier am Rande des Polarwirbels, schwächt sich ab oder dreht gemittelt über den gesamten 60. Breitengrad sogar auf Ost. Und genau das zeigt diese Prognose des europäischen Wettermodells. Dargestellt ist die mittlere Windgeschwindigkeit am 60. Breitengrad in 10 Hektopascal. Dieses Drucklevel, das entspricht etwa 30 Kilometer Höhe. Ist der Wert positiv, weht der Wind aus West. Ist er negativ, so wie hier aus Ost. Relevant sind die blauen Linien als Modellprognose des Windes über die Zeit. Und hier sieht man, dass der Wind im Laufe kommender Woche von westlicher Richtung auf Ost dreht. Beides zusammen, die kräftige Erwärmung und die Winddrehung, wird als Major Warming bezeichnet. Das kommt etwa alle 2 Jahre vor und war zuletzt im Januar 2021 der Fall. Dieses Major Warming, das ist eine nachhaltige Störung, die sich schrittweise mit einigen Wochen Verzögerung auf unser Wetter, sprich auf den Jetstream, auswirken kann. Der Jetstream ist ein Starkwindband in etwa 10 Kilometer Höhe, das die Tiefdruckgebiete von Westen nach Osten antreibt. Ist der Polarwirbel kräftig, wie hier links im Bild, bedeutet dies einen starken Jetstream. Das heißt, milde westliche Luft vom Atlantik dominiert unser Wetter. Schwächelt der Polarwirbel wie hier rechts oder bricht sogar komplett zusammen, dann ist der Jetstream schwächer, bekommt mehr Beulen. Kalte Luft kann dann leichter in die mittleren Breiten vordringen. Allerdings setzt sich die Veränderung des Polarwirbels nicht immer und nicht immer gleich im Jetstream durch. Und selbst wenn, ist die Frage, ob wir in Mitteleuropa auf der kalten oder eher auf der milderen Seite der Beule liegen. So dass wir auf keinen Fall sagen können, dass ein Zusammenbruch des Polarwirbels zwangsläufig kalte Winterluft bei uns bedeutet, aber dennoch ist es spannend. Ich bin Verena Leindecker von Wetter Online. Wie das Wetter wird, mit der Wetter Online App immer einen Schritt voraus sein. Jetzt installieren.